Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Q&A-Video. Dieses Mal hatte ich euch gefragt, danke Kirche im Ohr, dieses Mal hatte ich euch darum gebeten, dem Bären hinter der Bärenmaske Fragen zu stellen. Mit mir am Tisch, hier bei mir daheim. Dieser Tisch war übrigens mal eine alte Scheunentür. Ne? Kinder, denkt immer dran, Upcycling. Mit mir am Tisch mein werter geschätzter Kollege, der mächtige Kameramann. Hallo, mächtiger Kameramann! Ja, moin zusammen. Ich freue mich wieder hier zu sein, das ist wirklich ganz toll und ich klinge jetzt eigentlich so, als würde ich aus dem hohen Norden kommen, aber es ist gelogen. Das ist nur mal, weil ich gerade noch keines Weibes Knechts angeguckt habe. Ja, eben, das hat jetzt richtig reingezogen und jetzt ist mein. Jetzt bin ich in Stimmung, dem richtigen Bär mal ordentliche Fragen zu stellen, nicht wahr? Die Jungs streamen übrigens in einer Viertelstunde, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, wir rufen nachher mal im Stream kurz an. Gut. Also. Es sind, glaube ich, insgesamt 52 oder 53 Fragen zusammengekommen. Ich bin gespannt. Los geht's. Also, erste Frage. Warum hast du eine Maske auf? Die Frage ist jetzt, beantworten wir das Ganze jetzt ernst oder eher so gagmäßig? Die Maske habe ich auf, weil... Hier liegt doch nirgends Stroh rum. Ja. Alarm. Alarm! Nö, die Maske habe ich auf, weil wegen jetzt natürlich dem bösen Wort mit C, bei dem, wenn wir es heute nennen, jedes Mal einen trinken, auf Corona. Für euch da draußen auch ein gutes Trinkspiel. Aus bekannten Gründen, aus gegebenem Anlass. Weswegen? Aus bekannten Gründen. Corona? Gegebenen Anlass, ja. Die Maske habe ich angefangen zu tragen, beziehungsweise davor war es ja dieses grüne Tuch, um meine Identität zu verschleiern. Sei es arbeitstechnisch, sei es so. Soll ja ein bisschen Mystik in die ganze Sache reinkommen. Ja, du wolltest dich interessanter machen, als du bist. Danke. Danke. Gut. Da. Nächste Frage. Bärli, kannst du mal probierli, ob mein Bierli noch gut ist? Da die Frage von dir ist, hier das Bierli. Mit der Charge stimmt irgendwas nicht. Gut. Oh nee, also jetzt mal ohne Scheiß. Das schmeckt nicht so gut wie sonst. Das ist eigentlich voll schade, weil meine insgeheime Hoffnung war nämlich, du sagst, nö, das schmeckt so wie immer. Und dann hättest du mir die Kiste geschenkt. Verkauft, ja. Nein. Was soll ich jetzt mit dem Bier machen? Ich kann es nicht zurückbringen. Dann machen wir Huhn in Bier damit. Ja, dafür wird es hoffentlich reichen. Ja. Dann, ach ja, das ist die Frage ist auch von mir. Ich hoffe, dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht und alle Fragen nur gefaked sind. Das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Was magst du denn am Dönerstag filmen? Und da hat er schon geantwortet. Bestensfalls das Q&A, zwei Reviews am Küchentisch und ein Met-Review. Danke, dass ich deine Frage beantworten durfte. Nächste Frage. Ah ja, das war ich. Ich habe dann geschrieben, ja, leck! Das gibt ein straffes Programm. Hoffentlich geht es uns nicht das Bier aus. Da habe ich jetzt weniger Sorgen, weil du sowieso schon auf Cola umgestiegen bist. Ich meine, du kennst mich. Ja, jetzt geht's weiter. Ich habe noch 4 Kästen im Keller. Nächste Frage. Wer ist beim Trinken und Kämpfen dein Angstgegner? Mein Spiegelbild. Nein, beim Kämpfen. Ich bin echt noch nicht so ganz in Stimmung. Wir müssen echt erst nur ein bisschen irgendwie reinkommen. Ist es vielleicht deine Monatsblutung? Wir sind zwar im Jahr 2020, aber so weit bin ich mit dem Genderisieren noch nicht. Nee, tatsächlich habe ich keinen Angstgegner. Beim Trinken, nee. Und beim Kämpfen erst recht nicht. Nö, gib es nicht. Also außer wenn man mich jetzt klonen würde und ich dann mit mir selber um die Wette trinken müsste. Genau. Wie kamst du dazu, YouTube zu machen? Oh, das ist eine sehr coole Frage. Im Intro steht ja drin, auferstanden aus der kreativen Langeweile. Und so ist das Ganze auch entstanden. Wir hatten Ach, das heißt es. Das tut mir leid, dass ich unterbreche, aber ich konnte es nie so richtig lesen. Ja, kannst du auch einfach stoppen oder jetzt mit der WhatsApp geschrieben.
Ja, nein. So sehr interessiert es mich dann auch nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Du bist ja nicht mehr bezahlt hier für den Job. Nö, das Ganze ist während meinem Studium, hatte ich mal echt irgendwie zu viel Freizeit und dachte, ja, jetzt probier's mal irgendwas und hab dann, weil ich eine Zeit lang gern Liköre gemacht habe, gefilmt, wie ich diesen Honigwein da ansetze, diesen Honigbärenjäger da ansetze. Und so ist die Idee entstanden, irgendwie mal mein Mittelalterzeug zu reviewen, weil ich da Bock hatte, mal was auszuprobieren, weil ich zwar immer Bewertungen gelesen habe, aber nie irgendwie was dazu gefunden habe. Und dann dachte ich, gebe ich mal mein Halbwissen einfach preis und meine Erfahrung mit dem Zeug, was ich gemacht habe. Tada! Cool! Ja. Jetzt muss ich die Frage wieder finden, Moment. Das wird mir jetzt heute Abend noch etwas passieren. Oh, ich hatte vorhin noch Fleischkäsebrötchen, nur damit ich genug Basis für den Abend habe. Wie alt bist du in echt? Na, tatsächlich glauben ja viele, dass ich schon Anfang, Mitte 30 wäre, doch tatsächlich bin ich Jahrgang. Mh. 94, Digga. Gutes Jahr. Das ist echt ein gutes Jahr. Guter Jahrgang, ne? Stimmst du mir zu, oder? Mm, absolut. Ja. Ah ja, genau. Wie unterscheidest du dich als Privatperson zum mächtigen Bären? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese Frage kannst du beantworten. Ja, also praktisch nicht. Also jetzt aus gegebenen Anlass, Corona zum Wohl, unterscheidet er sich sowieso nicht mehr. Also die Maske hat er jetzt praktisch immer auf. Also und er artikuliert sich vielleicht vor der Kamera etwas besser als im Privaten. Tatsächlich. Würdest du nun sagen, ich drücke mich anders aus, nur weil ich ein gehobenes Publikum ansprechen möchte? Und da ich in meiner Freizeit nur mit euch in schäbigen Kneipen abhänge, mir denn ordentlich einen achtarmigen Reinorgel, meinst du jetzt, oder was? Also bei dem gehobenen Publikum muss ich schon kurz lachen. Ja, nö. Wobei, ich kenne einen Lehrer, der meine Videos schaut. Oh je. Der Arme. Hat auch keine Frau. Ja, nee, darum tindert er ja. Aber ich bin doch gar kein Lehrer. Okay, dann würde ich sagen, die Frage, boah, die beantworten wir euch irgendwann mal persönlich, wenn es denn soweit ist. Ne? Was hast du für einen was Beruf? Was für eine Frage denn? Ach, die Frage, ob du in echt auch so bist wie in YT. Ach so, ich glaube einfach, da soll man mich mal kennenlernen auf irgendeinem Lager, auf irgendeinem Markt oder sowas. Dann merkt man schon, wie ich privat bin und wie ich im Internet bin. Die Frage klingt auch fast so, als hättest du dich selber gestellt. Was hast du für einen Beruf? Sicher was Handwerkliches. Was? Nee, tatsächlich nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Nein, ich hätte gern was Handwerkliches gemacht. Hatte dann allerdings einen Sportunfall und darf seitdem nicht mehr so viel heben. Und mit Rüstung geht's gerade noch so. Und eine Kiste B geht gerade noch so. Ja, bin aber im sozialen Bereich, im sozialen öffentlichen Bereich tätig. Gut. Dann fragt jemand, was ist dein Lieblingsgesellschaftsspiel? Oh ja, ich weiß auch, wer es gestellt hat. Grüße gehen raus. Komm demnächst bald mal wieder vorbei. Ich war damals in einer katholischen Jugendgruppe und meine Jugendleiterin hat ein Lieblingsspiel gehabt, was uns dann sozusagen aufgezwungen wurde. Und zwar haben wir wie haben wir es genannt? Das Köttele-Spiel? Keine Ahnung. Da hast du ein Brett gehabt, das ist im Endeffekt wie Mensch, ärger dich nicht. Nur, dass du mit einem Eichhörnchen spielst und so Tannenzapfen einsammelst, aber die Tannenzapfen sehen halt aus wie Scheißhaufen. Ah. Okay. Spiel ich immer wieder gerne. So wie Looping Louie. Nur anders. Dann die Folge ist ziemlich zäh bis jetzt, ne? Boah, wie lange sind wir denn? 10 Minuten erst. Boah, ey, oh, Alter. Dann schreibt jemand was Schönes für dich. Also, ich finde, es muss ein ganz entzückter
Nein, hau raus. Deine hübschen Rehäuglein verzaubern mich bei jedem Video. Vielen lieben Dank. Herz. Dankeschön, echt war ein Herz. Emoji. Dabei. Ja, ein rotes nice. Herz-Emoji. Ganz sicher. Das gerne geht doch runter wie, bei mir melden. Runter wie Butter. Wie Gigs. Dann, dann hat noch jemand gefragt. Ich kann mir fast vorstellen, wer das war. Bist du heute auch mit dem Pferd da? Ich hasse es. Ich hasse das. Ich glaube, wenn ich es tatsächlich nochmal irgendwann höre, wenn ich unterwegs bin in Gewandung, dann muss ich dem Typen ins Gesicht springen. Ja, gut. Muss er dann verkraften. Und 65 Kilo reines Kampfgewicht. Das ist schön. Ja, jetzt so eine andere Frage, die auch eigentlich relativ interessant ist. Wie viele Fragen von deinem Q&A stellt eigentlich dein Kameramann? Ich glaube, da hat schon jemand drunter geantwortet. Ja, genau. 50% ich und 50% du. 50% ich und 50% du? Oder 50% du und 50% ich? Nee, 50% ich und 50% du. Versuchen wir das auf Krampf irgendwie lustig zu machen, ne? Es ist richtig zäh. Oh. Naja, kriegen wir hin. Nächste wir haben einfach Frage. Nicht genug getrunken. Wieso ja. liegt hier Stroh? Aber es heißt doch, warum liegt hier Stroh? Ist es Stroh oder steht da Stroh rum? Stroh. Weil irgendwer hat auch geschrieben Stroh rum und ich hatte noch vergessen, ich wollte eigentlich Stroh rum 80 kaufen. Hatte ich auch vercheckt. Oh nee, ey, das hätte doch richtig Kopfschmerzen gegeben. Jo. Tatsächlich räume ich am Wochenende eine ein Heuschober aus, da liegt auch Stroh und Heu. Denn da wird ein neues Studio gebaut. Beziehungsweise ein Studio gebaut. Neu ist er nicht, gibt ja noch keins. Was hast du gelernt? Jetzt erzähl doch mal deinen Zuschauern, was denn ein Heuschober ist. Weil ich glaube, es ist ein ziemlich umgangssprachlicher Begriff. Den nicht Dialekt? Jeder deines, ja genau. Ein Heuschober. Der nicht jeder deiner Zuschauer, die unter anderem wahrscheinlich auch aus anderen Teilen von Deutschland zwei Ortschaften weiter herkommen, nicht wissen. Du weißt nicht, was ein Heuschober ist. Doch, ich schon, aber ich frage nur in die Runde. Also, ein Heuschober, das ist so wie ein Hennefiddler, das kommt aus dem Dialekt, und ein Hennefiddler, das ist ein Hühnerpopo. Anders wie der Heuschober, das ist einfach eine Scheune, wo Heu drin gelagert wird. Also ein Lagerplatz für Heu. Oder Stroh. Wie ein Holzschopf. Oder ein Saustall. Oder ein Kurstall. Gut. Ich denke, damit haben wir mehr Dialekt abgedeckt, als wir sollten. Dankeschön. Ja, genau. Mein lieber Bär. Hau raus. Wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? Das ist eine Sozialarbeiterfrage, ich glaube, ich weiß auch, wer die gestellt hat. Das ist mehr so eine... Liebe Grüße gehen an dich raus, Studienfreunde von mir. In 10 Jahren, tatsächlich, würde ich gerne auf dem Hof leben. Wo gehst du jetzt hin? Ich will noch Bier holen. Kühlschrank ist voll. Tatsächlich würde ich gerne auf dem Hof leben, ein paar Tiere haben. So eine kleine Mittelalter-Ecke haben oder eben besagte Scheune ausgebaut haben, da liegen die Känguruhoden. Kannst du bitte auch. Ja, ich nehme die Känguruhoden. Da so ein bisschen vielleicht Therapiehof machen. Die Fragen springen gleich weiter. Oh. Dann musst du gucken, nicht, dass du da die. Ja. Also Therapiehof aufmachen, ein bisschen Mittelalter machen und maybe baby irgendwann mal ins Filmgeschäft einsteigen. Erwachsenenfilme haben wir beide schon gesagt, machen wir. Und dass mir tatsächlich jetzt ohne Scheiß öfters gesagt wurde, dass ich eine sehr angenehme Erzählstimme hätte, vielleicht Synchronsprecher oder Hörbücher lesen. Also Synchronsprecher werden, nicht lesen. You know what I mean. Dafür braucht man aber eine schauspielerische Ausbildung. Das ist gar nicht so einfach. Um Synchronsprecher zu werden? Ja, das sind alles Schauspieler. Der? Jo. Echt jetzt? Mhm. Du musst das ja fühlen. Ich hab 3 Monate als Regieassistent in einem großen Stadttheater gearbeitet. Ich habe 8 Jahre lang Theater gespielt. Was Neues über mich. Sehr cool. Das hat aber gar keiner gefragt. Drum schneiden wir das raus. So, wo waren wir nochmal? Diese Art der Fragestellung ist einfach beschissen, ey. Kann ich gar nicht dabei tindern.
Genau, hier. Das nächste Mal screenshot ich hier wieder alles und schick's dir. Wie verbringst du am liebsten deine freie Zeit? Oder wie andere Leute sagen würden, Neudeutsch, Freizeit. Tatsächlich ist gerade so, wir haben auf der Arbeit wahnsinnig viel zum Tun. Ich komme nach Hause, ziehe meine Schuhe aus, stecke meinen Fernseher und die Konsole ein. Und dann spiele ich Battlefield 5 mit der 13. Tja, auf der PS4. Wenn mich irgendjemand adden will, schreibt mich an, lade mich in eine Party ein. Und wir zocken Battlefield zusammen. Ich hätte natürlich auch noch zig andere Spiele, aber ich zocke nur Battlefield. So auf der 3 auch nur. Ich habe nur Battlefield 4 gespielt. Schrecklich. Also ohne Scheiß. Ich komme auch momentan irgendwie nicht dazu, irgendwelche Videos zum Schneiden oder sonst irgendwas zu machen, weil ich einfach keinen Elan habe. Ist so der November-Blues. Der November-Corona-Blues. Jo, Grüße gehen raus an die ankommende Depression. Vielen Dank, herzlich willkommen. Gerne. Wir zoomen dann einfach. Jo. Bist du auch schon mal mit deinem Hobby angeeckt? Oder bist du auf Unverständnis getroffen? Definitiv. Also damals, als ich Airsoft gespielt habe, wurde ich von meinen Eltern oft gefragt, ob es wieder Krieg ist oder ob ich einen Krieg ziehe, wenn ich da in Vollmontur durchs Haus gesprungen bin und irgendwie losgezogen zum irgendwo irgendwie spielen. Mit dem Mittelalter wird man oft ganz komisch beäugt, weil man ja dann doch irgendwie Nerd ist und ein Freak und sonst irgendwas, aber wirklich angeeckt. Du Alter, wenn Leute dumm tun, dann sollen sie dumm tun. Das ist mir eigentlich relativ Bums. Tinderst du oder bist du noch bei mir? Nee, ich bin jetzt gerade wieder die... Ach, hier ist die Frage, genau. irgendwie ist das nicht so, ich bin etwas überfordert. Das sind halt die ganzen 94er, die sind allzu blöd zum Handys bedienen. Ja. Wir sind so, keine, jetzt wir sind haben wir das. Ah ja, genau. Natives. Ha. Das muss auch jemand sein, der etwas weiß, dich schon mal gesehen hat, dann aber vielleicht, vielleicht hat er schlechte Augen oder sie. So hässlich bist du doch nicht, wann fällt die Maske? Alter. Danke schön dafür. Danke für deinen Kommentar, ich habe den Seiten nicht verstanden, ne? Maske hätte ich wirklich gern Ende des Jahres fahren lassen, weil mich das in den Videos selber ungemein stresst und auf Bildern bei Insta einfach nicht so gut aussieht. Jetzt während der aktuellen Situation ist Maske tragen cool und Pflicht und deswegen bleibt sie jetzt vorerst mal noch bestehen. Auch wenn ich selber keinen Bock mehr drauf habe. Aber macht euch drauf gefasst, das Face Reveal wird kommen. Früher oder später. Das gibt auch eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Frage. Was kommt denn noch, wenn der mächtige Bär seine Maske fallen lässt? Und zwar ist die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ein Film von Monty Pythons. Schade. Hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Ich weiß nicht, du kannst die Frage auch gern beantworten. Ja, Mensch, Leute, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, ja. Reproduktion ist Sinn des Lebens. Es geht nur um Fortbestand der Art. Fortpflanzung. So, und das war's. Bist du das wirklich oder ist das auf YT nur ein richtig guter Deepfake? Das ist auch jemand, der mich kennt und meine WhatsApp-Statusse Stati anguckt. Es gibt Leute, die gucken die an. Voll viele sogar, ja. Echt? Und du bist übrigens einer der Ersten, der die Ups. nein, ich bin es echt. Hinter der Maske. Ohne Deepfake. Gut. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Jetzt ist mir eine gute Frage eingefallen. Das ist eine wirklich gute Frage, die hätte ich eigentlich schon längst in diesem Fragedingsbum stellen können. Was ist dein Lieblingszustand? Blau. Nee. So weit, so gut mit den ersten 10, 20 Minuten des Q&As.
falls ihr Interesse habt an dem zweiten Teil und ob ich den wirklich schneide und noch hochlade, weil das Ganze doch wirklich ein bisschen gezwungen und zäh war, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt Bärenhöhlenscheune in die Kommentare. Bis bald, bleibt gesund.